Die Bitcoin-ETFs sind für mich das absolut Wichtigste. Es ist der Nummer 1 Faktor, den ich mir zurzeit anschaue. Ich würde den Bitcoin-ETFs 95% des Preises zuschreiben. Und deswegen sind die auch so wichtig und deswegen kann man sich die auch wirklich anschauen, sollte man sich anschauen. Und die sind für mich einfach enorm wichtig, weil halt dort viel Kapital rein kann, viel Kapital raus kann. Und das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste für den, als Preistreiber. Die waren auch sicher der Hauptgrund über das letzte, also vor allem seit Juni letzten Jahr. Da waren zwar die ETFs noch nicht live, aber da war so diese Erwartungshaltung mit BlackRock, dass die kommen. Dann hatten wir diese Rekordzuflüsse. Also die ETFs haben ja wirklich so ziemlich alle Rekorde im ETF-Markt gesprengt. Gut, jetzt der April war Nettoausfluss, also da ging es wirklich raus. Ja, ich gebe jetzt dem nicht, dass ich jetzt hergehe und sage, oh je, jetzt ist die ganze Party vorbei. Also nach solchen Rekordzuflüssen glaube ich auch, das ist ganz normal, dass einfach die Leute mal ein bisschen Gewinne mitnehmen. Macht mir jetzt nicht so die großen, also mache ich mir jetzt nicht die großen Sorgen. Also interessant ist, dass wir gerade gestern, das ist der 3. Mai gewesen, war jetzt der erste Tag bei Grayscale, wo ein Zufluss war. Das war jetzt der allererste Tag in der Geschichte, seit der Grayscale ETF als ETF existiert. Also muss man jetzt definitiv heute mal mit 4. Mai sagen, dass das offensichtlich in eine Balance um mich hineingegangen ist, weil es war zum ersten Mal ein Zufluss. Also das ist auf jeden Fall was anders. Dass dieser Abfluss war, das war extrem erwartet. Im Englischen gibt es so diesen Spruch, the chickens coming home to roost. Also dass irgendwann der Punkt kommt, wo sozusagen diese ganzen Gewinne auch eingefahren werden. Und der Punkt war halt hier einfach, dass dieser Bitcoin-Trust davor einfach schon seit Jahren da ist. Die Leute hatten da Einstiegspreise von 1.000, 2.000, 3.000 Dollar pro Bitcoin und konnten einfach nicht gut raus, weil eben dieser ETF nicht einfach zum Rausgehen war, und also dieser Trust. Und jetzt konnten die das und aus dem Grund war das auch ganz normal. Zu einem großen Teil haben sicher dort die Leute einfach Gewinne mitgenommen, sind aus Bitcoin ganz hinaus. Und zu einem anderen Teil sind halt die Leute dann aus dem Grayscale Trust, aus dem Grayscale ETF in die anderen ETFs hinein, wahrscheinlich zum Großteil nach BlackRock, aufgrund von den Gebühren. BlackRock hat extrem geringe Gebühren. Grayscale hat deshalb sehr hohe Gebühren, weil sie ihre Gebühren nicht senken müssen, weil doch viele Leute da drinnen bleiben, aufgrund von der steuerlichen Thematik. Die wollen die Gewinne nicht mitnehmen, aufgrund von den Steuern. Und deswegen halten die Gebühren auf 1,5%. Und BlackRock, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind, glaube ich, bei 0,15%. Also ein Zehntel. Vielleicht sind es auch nur 0,2, aber also gut, das ist jetzt, ich glaube, das sind jetzt Feinheiten. Aber es ist ungefähr ein Zehntel von den Gebühren. Ja, also die Abflüsse waren absolut erwartet. Es ist auch erwartet gewesen, dass die Leute Gewinne generell mitnehmen und es ist erwartet, dass die Leute aus Grayscale in die anderen ETFs hinein diversifizieren. Also ich glaube, dass weder BlackRock noch Grayscale eine Chance gehabt hätte gegen die SEC, wenn das Gesetz eigentlich nicht so klar gewesen wäre, dass ein Spot-ETF für Bitcoin total okay ist oder dass Bitcoin legal ist. Ich glaube, am Ende geht es immer um das Gesetz. Und das Einzige, was so jemand wie BlackRock oder Grayscale kann, die haben einfach genug Firepower herzugehen und die Gerichte dazu pushen, dieses Gesetz auch tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube, dass das halt das Entscheidende ist. Ansonsten, wenn es sich jetzt natürlich in Amerika tatsächlich das Gesetz ändern würde, dass man sagt plötzlich, es ist verboten, sich 24 Wörter zu merken oder es ist verboten, irgendwelche zufälligen Zahlen aneinander zu reihen. Und wenn man das irgendwie glaubhaft erklären kann, warum das bei Bitcoin verboten sein sollte, sich 24 Wörter wie Banane, Apfel und so weiter zu merken, das ist plötzlich nicht mehr erlaubt, aber in einem ganz normalen Schulbuch ist es erlaubt. Wenn das irgendwie erklärbar sein kann, wie man das macht, dann klar, dann besteht ein Risiko für Bitcoin, aber ich sehe diese Gefahr nicht so ganz und von dem her, also glaube ich auch, dass BlackRock, Grayscale, Fidelity und so weiter einfach da extreme Firepower haben, dass sich die Gerichte an das Gesetz halten und deswegen, also das ist natürlich, natürlich, eins muss man für mich immer noch sagen, ich glaube, BlackRock interessiert Bitcoin per se gar nicht, sondern die interessiert einfach nur Geld zu verdienen. Und die verstehen halt, die können da unglaublich gut Geld verdienen. Und BlackRock ist einfach die Verkaufsmaschine Nummer 1, was finanzielle Produkte angeht. Und das ist das Wichtigste für sie und das machen die halt fantastisch gut.